Dieses Video greift zutiefst verstörende Thematiken auf. Es geht in dem folgenden Fall um Babys und Kinder. Selbst für mich erreicht es ein Level, das an Abartigkeit und Grausamkeit alles übersteigt und mir selbst sehr nahe ging. Falls euch dies zu nahe gehen könnte oder euch emotional mitnehmen könnte, bitte ich euch an dieser Stelle abzuschalten. Manche Geschichten sind so abstoßend, widerwärtig und zutiefst grausam, dass man jene Geschichten kaum als wahr erachten würde. Der Fall, über den wir heute sprechen, wurde früher nur als Creepypasta abgetan, als nichts weiter als eine meist erfundene schaurige Horrorgeschichte, die im Internet verbreitet wird. Doch leider spiegelte genau diese anfängliche Creepypasta die monströse Wahrheit wider. Peter Scully drehte mit Kindern und Jugendlichen sogenannte Snuff-Filme. Dies sind Filme, in denen Menschen oder Tiere grausam gefoltert und anschließend getötet werden. Diese Filme verkaufte er später am Dark Web für viel Geld. Das Dark Web ist der verborgene Teil des Internets, der nur durch einen speziellen Browser, den Tor-Browser, betreten werden kann. Ich möchte an dieser Stelle auch darauf verweisen, dass ich die Videos nicht angeschaut habe und die Grausamkeiten der Videos berichten entnommen habe und euch bitte, die Suche nach den Videos zu unterlassen, da ihr euch damit strafbar machen könntet. Peter Gerald Scully kam am 13. Januar 1963 in Australien zur Welt. Bis ins Jahr 2011 verlief sein Leben recht unauffällig. In Australien heiratete er eine Frau und bekam mit ihr zwei Kinder und lebte mit seiner Familie in einem Vorort von Melbourne, Australien. Irgendwann verließ er jedoch die Familie und zog direkt nach Melbourne. Er zog im Jahr 2011 auf die Philippinen, da er in Melbourne aufgrund von ihm begangenen Betrugsfällen, in welchen es um einen Betrug von über 2 Millionen Dollar ging, bereits seit 2009 polizeilich gesucht wurde. Peter Scully baute sich auf den Philippinen vorerst ein normales Leben auf. Er kaufte ein Haus, ging eine Liebesbeziehung ein und baute Freundschaften auf. 2012 sprach Scully mit seiner damaligen Freundin von seinem Wunsch, Kinder mit ihr zu adoptieren. Sie willigte ein und ahnte nicht, dass sich daraufhin die menschlich tiefsten Abgründe von Scully auftun sollten. Er holte Kinder von den Straßen der Philippinen. Er sprach auch direkt mit den Familien der Kinder und stellte Nahrung und Bildung für die Kinder in Aussicht. Dieses Vorgehen war recht einfach, da auf den Philippinen teilweise eine schwere Hungersnot und Armut herrscht. Er hatte auch zwei philippinische Komplizinnen, Carmi N. Alvarez und Lizelle Margello, die ihm halfen, Opfer zu finden. Carmi N. Alvarez war zu dem Zeitpunkt selbst noch eine Teenagerin, die Scully von der Straße zu sich nach Hause holte. Bevor sie ihn traf, arbeitete sie als minderjährige Prostituierte. Beide Frauen tauchten später in Scullys zutiefst verstörenden Videos auf. Carmi N. Alvarez berichtete später, dass er anfänglich Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren zu sich lockte. So hielt er zwei Mädchen, die Cousinen waren, bei sich gefangen und legte ihnen Hundehalsbänder und Leinen an, damit sie nicht entwischen konnten. Er zwang sie, sich zu entkleiden und machte Fotos von ihnen und nahm Videos auf, in denen sie sexuelle Handlungen aneinander vornehmen mussten. Später zwang er die Mädchen, ihr eigenes Grab auszuheben. Er beleidigte die Mädchen und Alvarez drückte ihnen Kissen aufs Gesicht, sodass sie nicht schreien konnten. 5 Tage nach der Entführung der Cousinen ließ Carmi N. die Mädchen frei. Die Cousinen gingen zur Polizei. Carmi N. wurde verhaftet, während Peter Scully seinen abstoßenden Trieben weiter frei nachging. Es verging nicht viel Zeit, bis er das bevorzugte Alter auf 12 bis 24 Monate reduzierte. Wenige Monate später sollte sein erster Film Death You Love gedreht werden.
Dieser ging fast 2 Stunden lang und wurde von ihm auf diversen Seiten, wie zum Beispiel der Seite No Limits Fun für Pädophile im Dark Web hochgeladen und zum Verkauf für umgerechnet ca. 6.200 Euro angeboten. Was sich in diesen Videos offenbarte, ist der widerlichste und tiefste menschliche Abgrund, der sich je offenbaren könnte. Die folgende Erzählung stammt aus mehreren Berichten. Der Film soll durch Folter, Missbrauch und Zerstörung gekennzeichnet sein. So soll in einer von vielen Szenen zu sehen sein, wie Scully und seine Komplizin eine Art Kissenschlacht mit 2 Babys veranstalten. Sie nahmen die Babys dazu an den Füßen und schlugen sie so lange aneinander, bis keine Lebenszeichen mehr erkennbar waren. Scully und seine Komplizin hatten in den Filmen meist auch Hammer und Meißel dabei, die sie nach dem Tod der Kinder einsetzten. Er und seine Freundin blieben in den Videos immer verpixelt oder maskiert. Peter Scully baute sich in wenigen Monaten einen gigantischen pädophilen Ring im Dark Web auf. Dieser war sein Kundenstamm und war immerzu bereit, sehr viel Geld für seine grausamen Filme zu bezahlen. In Scullys Film Daisy's Destruction sollen Szenen wie in Death You Love gezeigt worden sein. In diesem grausamen Film sollen 2 Kinder und ein Baby zu sehen gewesen sein. Die 11-jährige Cindy, die 12-jährige Lisa und die erst 18 Monate alte Daisy. Die einzigen, die die nachfolgenden Folterungen überlebten, waren die 18 Monate alte Daisy und die 12-jährige Lisa. Er schlug auf sie ein, vergewaltigte sie und folterte sie. Und dennoch ließ er sie vor der Kamera am Leben. Doch Cindy überlebte nicht. Die Überreste der 11-jährigen Cindy wurden später in einem Haus, in dem Scully lebte, vergraben unter Fliesen gefunden. Sie soll durch Erwürgen ums Leben gekommen sein. Cindy sollte laut Ermittlungen vor ihrem Tod ihr Grab ausgehoben haben sollen. Der Film Daisy's Destruction verbreitete sich rasant im Dark Web und wurde für umgerechnet 10.000 Euro verkauft. Und das über 100 Mal. Dieser monströse Film belief sich auf 4 Stunden und stellte somit Scullys längsten Film dar. Margelio soll laut Berichten die grausamsten Folterungen an den Kindern vorgenommen haben, obwohl sie sich bis heute in ein anderes Licht rücken will. Zu einem gewissen Zeitpunkt wurde ein anderer australischer Pädophiler, der 22-jährige Matthew David Graham, besser bekannt als Lux, von Scullys gewalttätigen Videos angezogen. Lux betrieb die Seite Hurt to the Core, einer der berüchtigsten, ekelhaftesten Seiten des Dark Webs. Hier teilten tausende von Menschen Missbrauchsinhalte, von denen kleine Kinder betroffen waren. Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt betrachteten den Fall von Lux neben Scully als einen der schlimmsten online-pädophilen Fälle der Welt. Lux nahm das schlimmste Video von Peter Scully und stellte es auf seine Webseite, um sein Publikum zu erweitern. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen im Jahr 2014 das verstörende Video schnell zur Kenntnis. Und da in diesem anscheinend eine Person auftauchte, die ein paar Worte auf Niederländisch sprach, zog es die Aufmerksamkeit der niederländischen Polizei auf sich. Die Ermittler taten sich damit schwer, den Aufenthaltsort der Täter der Videos ausfindig zu machen, da das Dark Web durch die vollständige Anonymität der User gekennzeichnet ist. Die Anonymität ist zwar vor Strafverfolgungsbehörden nicht gänzlich gesichert, stellt aber selbst für solche Behörden eine große Herausforderung dar. Doch der Fall wurde schnell zu einem internationalen Anliegen, welches Behörden aus verschiedenen Ländern zur Zusammenarbeit brachte, mit dem Ziel, die Personen auf dem Video hinter Gitter zu bringen. Scully wog sich in Sicherheit, aber die Behörden setzten jedes einzelne Puzzlestück, was sie im Deep Web finden konnten, zusammen. Es vergingen noch einige Wochen, ehe ein Ermittler den australischen Akzent Scullys erkannte und sich somit an die Kollegen in Australien wandte.
Der Polizeioberkommissar Paul Hopkins übernahm die laufenden Ermittlungen und konnte Peter Scully und seine derzeitige Komplizin am 20. Februar 2015 in seinem Haus in Malia Valley City verhaften. Fast zur selben Zeit wurde auch der australische pädophile Lachs festgenommen, der Scullys Inhalte und noch eine Reihe weiterer abartiger Inhalte auf seiner Seite verbreitete. Lachs wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Jahr 2015 brach im Asservatenraum, der Scullys Filme enthielt, ein Feuer aus. Zu den zerstörten Beweisen gehörten Hardware, Speicherkarten, eine Kamera und eine Kette, die angeblich von Scully während des Missbrauchs verwendet wurde. Aber die Zerstörung dieser Beweise ließen diesen zutiefst verstörenden Fall nicht abflachen. Ruby Malenock, eine der Anwältinnen, die Peter Scully anklagten, sagte, die Videos seien das Verheerendste, was sie je gesehen habe. "Ich habe geweint, als ich sie ansah", sagte sie. "Tatsächlich ist mir gerade zum Weinen zumute, wenn ich darüber rede." Scully plädierte auf nicht schuldig, was dazu führte, dass mindestens 10 seiner Opfer vor Gericht aussagen mussten und somit noch einmal höchst traumatische Ereignisse hervorbringen mussten. Margelio und Peter Scully wurden am 13. Juni 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt und beide sitzen bis heute in einem Gefängnis auf den Philippinen ein. Der genaue Ort wurde nie bekannt gegeben, da die Anschlagsgefahr auf Scully sonst zu hoch wäre. Die Medien thematisierten diesen Fall nie wirklich, da er einfach zu brutal und widerwärtig für die Öffentlichkeit ist. Wie viele seiner Opfer seine monströsen Taten überlebten, ist bis heute unbekannt. Er behauptet bis heute, dass er, als er in Australien gelebt hat, noch kein Pädophiler war. Außerdem bestreitet er, in den ersten 6 bis 12 Monaten auf den Philippinen ein derartiges Verhalten gezeigt zu haben. Weiterhin empfindet er für seine Taten keinerlei Reue. Auf die Frage nach dem Warum hat er mit einem abartigen Schmunzeln auf den Lippen geantwortet: "Ich weiß es beim besten Willen nicht." Bis heute wird über eine mögliche Todesstrafe für Scully diskutiert. Angesprochen darauf, ob er seinen eigenen Kindern in Australien etwas antat, reagierte er etwas geschockt und antwortete mit: "Natürlich nicht." Die Philippinen bleiben bis heute ein abartiges Zentrum für Kindesmissbrauch und Kindesausbeutung. Oberkommissar Paul Hopkins, der an dem Fall Scully arbeitete, beschreibt das dortige Netzwerk des Kindesmissbrauchs als monströs.